Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Heute dreht sich alles um World's Edge, die nächste Map, die wieder eine heftige Map-Änderung bekommen soll. Und vorab schon mal jetzt die Diskussion, steht ihr auf diese ständigen Map-Änderungen, die diese Maps vielleicht so drastisch ändern, dass die Map einfach nicht mehr so geil ist, wie sie mal war? Das Genesis-Event aktuell beweist, dass die Original-Maps Kings Canyon und World's Edge einfach am beliebtesten waren und nicht diese allgemein zu großen Vergewaltigungen dieser Maps einfach nicht so feier, und man merkt, wenn man nach einem Jahr oder anderthalb Jahren oder was weiß ich wie lange mal wieder die Originalmaps spielt, wie geil die eigentlich waren und diese extrem großen Änderungen auch für mich immer nicht sehr beliebt sind. Ich fand zwar in Season 8 hat sich Kings Canyon wieder ein bisschen gebessert, die Änderungen waren ganz geil, aber im Allgemeinen kann man es auch übertreiben, wie ich finde. Deswegen eure Meinung in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ja, jetzt kommen wir aber erstmal, bevor ich darüber rede. Ich habe nämlich einige Bilder von einem Dataminer namens Someone Who Leaks. Der hat ein paar Satellitenbilder veröffentlicht mit Wärmesignaturen, die darauf Aufschluss geben, was sich tut. Denn der Harvester wird aktiver und wahrscheinlich verschwinden so ein paar Spots. Lasst euch überraschen, gleich geht's los. Ich möchte aber den Hackerangriff von gestern einfach mal kurz kommentieren. Es ist auf jeden Fall schon Patch. Es ist auf jeden Fall schon ein Patch draußen. Wir mussten nichts downloaden. Respawn hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass wieder alles funktionieren sollte ohne Probleme. Sie halten weiter ein Auge drauf. Sollte nochmal irgendwas passieren, sind sie auf jeden Fall sofort da und versuchen das Problem zu beheben. Was ist passiert für die Leute, die nicht online waren? Moment, ich gehe mal kurz ins Zockerbild. Wenn du im Hauptmenü, also oder in der Lobby warst, konntest du ja unten links immer auswählen, was du zocken wolltest, ob Trios, Duos und so weiter und so fort. Hier, da ist dieses komische Bild aufgetaucht und du konntest hier nichts mehr auswählen. Alles war irgendwie tot. Und so sah das dann aus, beziehungsweise wenn du da drauf geklickt hast, kam dann, Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, welches Bild das ist. Das war alles ausgegraut mit irgendwelchen Schlössern und es ging nichts. Und dieser Hack wies auf die Seite safetitanfall.com hin. Moment, jetzt muss ich noch mal gucken, genau. Und ich hatte gestern sehr, sehr viele Zuschauer bei mir im Stream. Es wurden dann über 100 oder schon fast Hunderte, die sich gewundert haben, warum kann ich denn zocken? Ich zeige euch kurz, warum ich zocken konnte. Ich war einfach so hartnäckig, Moment, und habe jedes Mal die Server gewechselt. Das ist nämlich die einzige Lösung, die funktioniert hat. Wer nicht weiß, wie man einen Server wechselt, ihr seid in der Lobby, ihr drückt auf Start, Xbox, PlayStation dürfte egal sein, drückt aufs Touchpad und geht zurück ins Hauptmenü. Und unten links könnt ihr den rechten Analogstick reindrücken und wechselt hier die Server. Und ich habe einfach immer so lange gesucht, das hat mal eine Minute gedauert, vielleicht mal zwei, drei Minuten, bis es irgendwann wieder ging. Dann ging es aber nur für eine Runde und dann musstest du wieder einen neuen Server wechseln. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat es dann irgendwann funktioniert. Viele gingen davon aus, weil eben dieser Hackerangriff die Seite letssavetitanfall.com inhaltlich trug, dass die Leute von dieser Seite dahinter steckten. Warum? Titanfall 1 ist immer noch sehr, sehr, sehr beliebt und laut diesem Post hier wird es immer noch gut verkauft und ist aber schon seit Ewigkeiten unspielbar. Und der Hack soll darauf hinweisen, Mensch, Respawn, es wird Zeit, dass ihr mal was tut. Ansonsten geht es euch an den Kragen. So ungefähr stelle ich mir das zumindest in dem Kopf des Hackers oder der Hacker vor, aber es gibt ja auch Macher dieser Seite und die distanzieren sich zu 100% von diesem Hackerangriff. Davon ging man nämlich aus, dass die Macher dieser Seite dahinter stecken, und man geht jetzt davon aus, dass einer aus der Community sich mal einen fetten Scherz damit erlauben wollte. Was da aber genauer dahinter steckt, sollte Respawn sich dort nochmal zu Wort melden, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Jedenfalls sollte jetzt alles wieder gehen und alles ist schön. Mal sehen, wie lange. So, jetzt kommen wir zum Map-Update in Season 10. Wir haben, Moment, ich blende es nochmal ein, erinnert euch an die Teaser-Phasen. Am 15. geht's los. Dann gibt es am 18. nochmal eine Phase und am 20. Ich gehe davon aus, dass das die jeweiligen Infrarot-, Wärme-, Signatur-, Satellitenbilder sind. Und zwar diese hier. Die hat Someone Who Leaks gepostet und die zeigen uns eine gewisse Wärmesignatur, die wohl von dem Harvester ausgeht. Was auch schon bekannt ist seit einigen Wochen, dass wohl die Aktivität des Harvesters gegen Ende Season 9, die Aktivität soll zunehmen. Und wir gehen davon aus, aktuell
dass es das Zugdepot erwischen wird. Das Zugdepot soll verschwinden. Man sieht hier eine fette Wärmesignatur unter dem Zugdepot. Dann sehen wir, dass sich der Riss enorm erweitern wird. Dieser Riss im Boden und einige Dataminer gehen davon aus, dass es sein könnte, dass World's Edge, das ist aber wirklich nur eine Theorie, dass World's Edge noch weiter aufreißt und so vielleicht in zwei Teile gespalten wird. Dann trifft es aber noch, und das ärgert mich mega, das ist für mich fast gleichzusetzen, als man Skull Town von Kings Canyon entfernt wird, mein Lieblingsspot von World's Edge. Die Sortierfabrik soll es ebenfalls erwischen. Das sind alles drei Spots, die in der Nähe des Harvesters liegen und so die Vermutung der neuen Aktivität des Harvesters bekräftigen. Ich habe das mal hier noch auf der World's Edge Map eingezeichnet. Alles ausgehend vom Harvester so ein Stück weit Richtung Zugdepot, unten rechts dann Richtung Sortierfabrik und der Riss eben Richtung Nordosten wird dann wohl erweitert bis hoch zur Raffinerie am Epizentrum vorbei. Das finde ich schon eine enorme Sache und ich bin mir noch nicht so richtig sicher, was ich davon halten soll. Lasst mich in den Kommentaren mal wissen, ob ihr so eine enorme Vergewaltigung von World's Edge tatsächlich akzeptiert. Was heißt akzeptiert? Ich meine, drumherum kommen wir nicht, aber findet ihr es wirklich geil, dass ständig, klar, ein bisschen frischer Wind ist immer schön, aber gleich so extrem, weiß ich nicht. Gerade Sortierfabrik, so ein geiler Spot. Wie gesagt, hier sind nochmal die Phasen am 15., am 18. und am 20. und ein Legendenteaser am 17. Mehr soll es für dieses Video nicht gewesen sein. Ich würde mich auf jeden Fall über jeden Daumen nach oben freuen. Solltet ihr schon lange dabei sein und auch wenn ihr mich heute das erste Mal seht und habt noch nicht abonniert, Feuer frei, drückt auf den Abo-Button, würdet ihr mich wirklich sehr, sehr unterstützen, völlig kostenlos und den Algorithmus ein bisschen pushen, dass mein Kanal noch ein bisschen wächst, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.